So, wie sieht's jetzt aus? Müssen wir jetzt. Rein theoretisch müssen wir da. Ein rostiger Truhenschlüssel. Vielleicht, wenn der dann weg ist. Schön, da können wir sofort hinreisen. Das ist doch schon was. Da hat sich das vorzeitige Erkunden ja schon mal gelohnt. Donau. Ich musste gar nicht draufstehen. Oh. Irgendwo unter uns. Bemerkenswertes Land. Da ist es. Ich habe Barins Versteck gefunden. Was genau hast du gefunden? Hier, diese Schatulle. Sie scheint Barin zu gehören. Endlich. Her damit. Was machst du jetzt damit? Das soll dich nicht weiter belasten. Ab hier werde ich den Fall wieder übernehmen. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Es wurde schon genug geredet. Aha, und wie geht's jetzt weiter? Ab hier ist für dich der Fall erledigt. Ich brauche deine Hilfe bei dieser Sache nicht mehr. Warte mal, warte mal. Ich glaube, ich komme so langsam dahinter. Tatsächlich? Dann lass mal hören. Fassen wir mal zusammen. Es kommt keiner der Verdächtigen für den Mord in Frage. Ach ja? Du hast gemeinsam mit Askor die Prüfung angetreten und Gegenstand eurer Prüfung war es, einen Setzling hochzuziehen und den Setzern zu übergeben. Einer der Setzlinge ist aber verschwunden und Ragnars Liebling, Askor, ist jetzt tot. Und? Was tut das zur Sache? Ganz einfach. Du bist Askors Mörder. Was? So ein Unsinn, dafür hast du keinen Beweis. Rock sagte, Askor war der einzige von euch Setzern, der lesen konnte. Trotzdem hast du die Prüfung bestanden. Das ist doch seltsam, oder? Soweit ich weiß, war das Lesen der Anweisungen Voraussetzung für die Prüfung. Du warst zur Tatzeit in Goliath und du bist stark genug, eine Leiche zu tragen. Mehr noch, du warst schon oft am Fundort der Leiche und du trägst ein Schwert. Du wolltest auch nicht, dass ich in die Schatulle sehe, weil du genau wusstest, was drin war. Ich glaube, du hast deine Prüfung versaut, danach Askors Setzling gestohlen und ihn dann aus dem Weg geräumt. So einfach ist das. Ich warne dich. Nein, gib es auf, Duras. Du hast Askor ermordet und versuchst es jetzt irgendwie Barin in die Schuhe zu schieben. Na und? Er hat es auch nicht besser verdient. Was klaut der Mistkerl auch meine Schatulle? Das ist offensichtlich deine Sicht der Sachlage. Jetzt, wo du es weißt, was machst du jetzt damit? Das werde ich entscheiden, wenn ich gründlich darüber nachgedacht habe. Was gibt's denn da zu überlegen? Wie auch immer. Außer dem Gestammel einiger Idioten da draußen hast du nichts gegen mich in der Hand. Was ist in der Schatulle? Ich sagte doch schon, das geht dich nichts mehr an. Du bist raus aus dem Fall. Du weißt jetzt, wer der Mörder ist. Begnüge dich damit. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Und ich denke, das werde ich übernehmen. Was willst du? Ich habe den Fall gelöst. Ich werde auch die Belohnung kassieren. Moment mal. Das könnte böse ausgehen. Dass der Mörder schon über alle Berge ist. Du könntest mich auch verpfeifen. Das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich nach der Ansage zu ihm lasse. Dann zieh deine Waffe oder du vertraust mir. Du hast die Wahl. Na schön. Dann tu es, aber schnell. Je früher wir es hinter uns bringen, umso besser. Ich
Ja, was mache ich jetzt mit ihm? Das ist eine Frage. Leveln wir mal hoch. Offen gucken. Geschicklichkeit, hey, das dauert ja ewig, bis ich mal hoch hab. Das muss so. Da werde ich mal drüber nachdenken müssen, was ich hier mache. Ich weiß es nicht. Mache ich jetzt mal das hier mit dem fehlenden Mann. So, ich muss den überreden. Der Nähe von der Kuppelstadt. Ist das hier die Kuppelstadt und warum habe ich die? Ich glaube, ich gucke jetzt erstmal zu dieser Kuppelstadt. Das sind interessiert mich nämlich. Bis jetzt ist mir durch. Bis jetzt ist mir nämlich durchaus noch echt nützlich. Scheiße. Komme ich jetzt am blödsten zu Gott? Weil. Da komme ich nicht vorbei. Ganz theoretisch noch mal versuchen, ein Jetpack benutze. Anstatt mich von den Velociraptoren zu fressen. Die heißen bestimmt nicht Velociraptoren, aber sind mit Sicherheit genauso ein solcher. Dann gucken wir mal. Reinkommen. Aber hoffentlich sich jetzt keine Olpschen. Schauen wir mal, irgendwo muss ja hier ein Eingang sein. Furchteinflößend. Lass uns nicht zu lange in der Stadt bleiben, okay? Das Ding sieht aus, als würde es uns auf den Kopf krachen. Das sieht doch aus.
Kleriker. Halt! Keinen Schritt weiter! Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Lass uns rein, sonst bekommst du meine Waffe zu spüren. Wenn du das versuchst, dann schießen dich unsere Roboter in Stücke. Woher bekomme ich eine Zugangskarte? Gar nicht mehr. Wir haben Weisung, niemanden mehr hineinzulassen. Diese Stadt ist ein Pulverfass und wir Kleriker versuchen alles, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Wir können es uns nicht leisten, noch mehr schädliche Elemente in die Stadt zu lassen. Die Outlaws scheinen mit unserer Führung nicht ganz zufrieden zu sein. Aber ohne Ordnung und Gesetze kann keine Zivilisation bestehen und wir können hier keinen Aufstand gebrauchen. Es gibt eine Menge Leute, die nicht in die Stadt kommen. Mit denen kannst du dich ja zusammenschließen. Sie haben sich weiter draußen in einem der alten Häuser eingenistet. Deren Rüstungen sehen auch schon total geil aus. Wie steht es um Truppenbewegungen der Alps hier in der Gegend? Tja, hier in Abessa ist eine Menge los, kannst du dir vorstellen. Was vor allem daran liegt, dass wir uns hier so nah an Xarkor, dem Eisland im Norden, befinden. Mich interessieren vor allem die Elexitoren. Jetzt, wo du es sagst, Elexitor Kallax ist vor ein paar Tagen mit seinen Soldaten und einer Truppe Kampfmaschinen hier vorbei Richtung Norden gezogen. Keine Ahnung, was er hier wollte, aber er schien sich nicht für unsere Stadt zu interessieren. Kallax zog in den Norden. Wie lange ist das her? Ich sagte ja, ein paar Tage. Er ist mit Sicherheit schon wieder in der Hauptbasis der Alps, im Eispalast oben in Xarkor. Warum interessiert dich das? Du bist doch nicht so lebensmüde und willst es mit den Elexitoren aufnehmen, oder? Nein, ich bin noch nicht so weit. Aber es ist gut zu wissen, was der Feind vorhat und wo er sich gerade befindet. Oh Mann, noch so ein Spinner mit Heldenkomplex. Ich hoffe, das ist nicht ansteckend. Komm mir bloß nicht zu nah. Jetzt komme ich nicht hier rein. Wohl so eine kleine Führerstadt, ne? Warte mal. Ja? Ich suche einen Kerl namens Ray. Er ist ein Outlaw und hat meist eine ziemlich große Klappe. Du hast ihn nicht zufälligerweise in letzter Zeit gesehen? Ray? Kenne ich nicht. Pass auf, du sagst mir besser Bescheid, wenn du den Kerl irgendwo siehst, klar? Was zahlst du für eine Information über Ray? Du nimmst besser den Mund nicht so voll. Du kannst froh sein, wenn ich dir deinen Schädel nicht verbeule. Ja, gut. Dieser Teleporter hat eine Verbindung zu einem weiteren, der sehr weit entfernt von hier ist. Scheinbar habe ich gerade noch einen weiteren Teleporter in der Nähe des Horts der Kleriker in Ignadon aktiviert. Wo soll der sein? Keine Ahnung. Das sind wohl die, die sich hier eingenistet haben, die nicht wegkommen. Heute umspeichere ich erstmal nicht, was ich... Banditen wieder rein, da rein. Das müssen früher friedliche Zeiten gewesen sein. Willkommen im Lager der Unreinen, wo sich die armen Seelen treffen, die diese stinkenden Kleriker nicht in die Stadt lassen. Was macht ihr hier? Sag mal, hörst du mir nicht zu? Wir warten hier darauf, dass sich die feinen Herren Kleriker dazu entschließen, uns in die Stadt zu lassen. Es gibt einige Outlaws in der Stadt, die die Kleriker bereits bearbeiten, dass die Eingangskontrollen gelockert werden. Aber sowas braucht Zeit. Wer zu lange plant, ist irgendwann alt und grau und geht am Stock, statt ein Schwert zu schwingen. Und wer lachend in eine Kreissäge rennen will, ist ein Idiot. Kapiert? Ha, der Typ gefällt mir. Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Ja. Und er hat dich nicht reingelassen, richtig? Sonst wäre ich nicht hier. Also pass auf. Ich habe eine Möglichkeit, wie du in die Stadt kommst.
aber die ist riskant, weil du möglicherweise nicht mehr herauskommst. Wieso sollte ich nicht mehr herauskommen? Nicht, dass es dir wie Cooper ergeht. Du solltest eines wissen. Jeder, der keine gültige ID hat, wird von den Klerikern nicht durchgelassen. Nicht in die Stadt, aber auch nicht mehr aus der Stadt. Wer ist Cooper? Cooper? Das ist, ja, sagen wir, ein Bekannter von mir. Da kommen wir auch schon zum Kern der Sache. Wenn du möchtest, gebe ich dir eine gefälschte ID-Karte. Allerdings habe ich eine Bedingung. Wir haben Cooper bereits in die Stadt geschleust. Aber jetzt kommt er nicht mehr heraus. Du musst ihm eine ID mitbringen, sodass er die Stadt wieder verlassen kann. Aber sei dir bewusst, was passiert, wenn du damit entdeckt wirst. Du kommst nicht mehr heraus. Deswegen traut sich auch niemand von uns, damit hineinzugehen. Ich mache es. Gib mir eine ID-Karte. Hier hast du... Ach, scheiße. Ich habe ganz vergessen, dass Vic alle dabei hat. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Solange Vic nicht wieder da ist, kann ich dir auch keine ID fälschen. Er hat die ganzen Blankokarten. Und wann kommt dieser Vic wieder? Tja, gute Frage. Der ist schon einige Zeit weg. Sie wollten eigentlich nur um die Ruinen hier ziehen und nachsehen, ob es hier noch etwas gibt, das es sich einzusacken lohnt. Du könntest ja nach ihnen suchen, wenn du es eilig hast, in die Stadt zu kommen. Sie sind Richtung Nordwesten aufgebrochen. Durchsuche einfach die ganzen Häuser, die da so stehen. Dann wirst du sie schon finden. Aber wisst ihr, worauf ich jetzt immer mehr Lust hab? Ich will mal die Outpost. Wir haben ja sogar eine Quest. Dahin führen. Was soll der auf der weit weg? Warten wir mal dahin und brechen wir mal in die Richtung auf. Gucken wir uns mal an, wie die Outlaws so leben. Gruppierung, die ich eigentlich als erstes ausgesucht habe, als Favorit. Wenn es mir da gefällt, bleibe ich doch da. Okay, du. Ratten. Schrott auf Rädern. Erbärmlich. Ich bin schon. Ich bin schon so weit, dass ich nicht mehr sprechen kann. Ich bin gespannt auf das Boy-Gebiet. Ich springe einfach drüber, aber nein, der feine Herr muss Headpack da drüben. Kann er wohl nicht. Was seid ihr? Halt! Wer da? Warte mal, bist du das, Jax? Man sagte uns, du seist exekutiert worden. Sehe ich tot aus? Nein, das sagt mir aber, dass man dir nicht trauen kann. Selbst nach deinem Tod nicht. Sie haben es versucht, waren aber nicht sonderlich erfolgreich, wie du siehst. Versucht? Seit wann scheitern Alp-Exekutionen? Was ist dein Plan? Dich undercover irgendwo einzuschleusen?
Du würdest jetzt nicht mehr leben, wenn ich immer noch im Auftrag des Eispalastes hier wäre. Und das weißt du auch. Du erwartest allen Ernstes, dass ich dir das abkaufe. Tatsache ist, dass meine Kräfte verschwunden sind, seit ich von der Elex-Versorgung abgeschnitten bin. Sieh mich an. Glaubst du, der Eispalast würde mich ohne Elex hier draußen operieren lassen? Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber mein Gleiter wurde abgeschossen. Und Elexitor Kallax hat versucht, den Rest von mir zu erledigen. Ich fiel von einer Klippe und Kallax dachte, er hätte seinen Job erledigt. Aber ich lebe. Und jetzt will ich antworten. Tja, um ehrlich zu sein, deine Geschichte passt irgendwie ins Bild. Sieht ganz so aus, als würde im Eispalast momentan so einiges drunter und drüber gehen. Tatsächlich? Warum? Weißt du genaueres? Eigentlich nicht. Ich bin nur ein einfacher Soldat und schon seit Wochen hier draußen. Weißt du, was weißt du über Kallax? Ich lese nicht mehr vor. Was weißt du über Kallax momentanen Aufenthaltsort? Seine Truppe bewegte sich vor ein paar Tagen noch über den Pass nach Norden, ins Hochland Abessa. Der Eispalast sammelt seine Streitkräfte. Wenn du mich fragst, können wir uns bald auf einen Großangriff gefasst machen. Was genau ist eure Aufgabe hier draußen? Aufklärung. Wir behalten die Verbindungswege und Pässe im Auge, die die Länder der freien Menschen verbinden. Im Gegensatz zu den Alps im Eispalast ist unser primäres Ziel, hier draußen zu überleben. Seit der Machtübernahme der Elexitoren am Hofe des Palastes hat sich einiges geändert. Du selbst bist nun Opfer der Elexitoren geworden, also wirst auch du jetzt umdenken müssen. Wir bekommen fast täglich neuen Zulauf an Soldaten oder auch Offizieren der höheren Laufbahn oben in unserem Hauptquartier, die zu uns überlaufen. Wenn du also auf Neuigkeiten von den Alps aus dem Eispalast aus bist, dann wärst du gut bei uns Separatisten aufgehoben. Du bist ziemlich freundlich für einen Terroristen. Tja, ich weiß ja nicht, ob du die anderen im Hauptquartier ebenfalls von deiner Geschichte überzeugen kannst, aber für mich bist du jetzt auch ein Abtrünniger, Jax. Genau wie wir, ob dir das nun gefällt oder nicht. Außerdem könnten wir deine Expertise und Kampfkraft gut gebrauchen. Du solltest mal mit unserem Anführer Sestak sprechen. Unser Hauptquartier ist am Converter in Südabessa. Du wirst es schon finden, wenn du danach suchst. Wie auch immer, ich muss jetzt weiter. Ach ja, und pass auf die Outlaws auf, die hier in der Gegend herumstromern. Die stehlen dir dein Zeug und verkaufen es auf dem Schwarzmarkt noch bevor du es merkst. Ja, danke. Finde ich ganz interessant, dass sie halt diese Separatisten-Fraktion reingebracht haben, die dann ja ganz oft jetzt nicht so böse sind wie die Alps, die man so kennt. Wie diese Elixitoren, wie wir jetzt gehört haben, die da die Macht übernommen haben. Aber wir haben ja an sich Zeit, sodass wir überall mal so den Riecher reinhalten können. Uns anzufangen, wie zu ticken. Jetzt als nächstes kommen halt mal die Outlaws. Da vorne sieht man langsam das Gelände verändert. Und es ist ja nicht verkehrt, wenn wir für alle ein bisschen Quests machen, weil wir ja dadurch auch mehr Erfahrungspunkte haben. Logischerweise. Beschaulich. Ja, stimmt. Beschaulich. Wird ja da oben gefolgt, man nicht. Was kann man hier für? Berserker. Hallo, Fremder. Ich habe die besten Waren, die du auf deinen Reisen jemals brauchen kannst. Einmal. Dann zeig mal, was du hast. Nur das Beste für einen Abenteurer wie dich. Hui.
Bloß fertig jetzt. Stärke, wenn ich von zwei von Teil schwinge. Kommt nicht zu kaufen. Habe ich überhaupt was? Kauf ich. Aber wirklich viel mehr als vorher habe ich jetzt auch nicht zu verkaufen. Aber es lohnt sich jetzt natürlich auch nicht, den Eisenhammer zu kaufen. Und weil ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis ich da auflevel. Haben die jetzt eigentlich da zerstört? Ich. Das Mist gibt noch. Schönen großen Bogen außenrum. Ich möchte schon, wenn es geht, auf irgendwas Zweihändiges. War cool. Naja, questen wir einfach mal noch ein bisschen. Sonst allein. Bin ich erstmal richtig aufgeregt auf das neue Gebiet. Ritter. Et wäre auch nicht schlecht, was hat man da vor uns? Ich kann es kaum warten, bis wir echt mal so stark sind. Die ganzen diejenigen sind, die vor uns wegrennen. Nicht umgekehrt. Der Brot. Ist doch mal auch. Fast vergessen, sowas kommt. Was ist hier? Mehr Viecher. Eine Rotten. Er hält auf jeden Fall genug aus. Hat auch Erfahrung gebraucht. 60. Hat Metallschrott und. Bei manchen Gegnern hat man schon das Metallpump. Sind denn dafür viel drin? Geh mal in dieses geile Diner rein. Ach, da ist ja unser Mann drin. Da ist der Kerl, ich erkenne sein Gesicht. Dann hoffe ich für ihn, dass er meine Ausrüstung noch hat. Woher hat mich das Schwert? Ach, so sieht man sich wieder. Du bist es, der Mann aus den Bergen. Dann ist mein Plan aufgegangen. Dein Plan? Was soll das heißen? Nun, du bist hier. Wo ist meine Ausrüstung, die du mir gestohlen hast? Langsam, Kollege. Eins nach dem anderen.
Jetzt entspann dich erstmal. Wir können ja in Ruhe über alles reden. Einen Drink? Oh. Ist das deine perverse Art, Geschäfte zu machen? Für einen Typen aus dem Eisland bist du ziemlich unentspannt. Und dabei heißt es immer, ihr hättet gar keine Emotionen. Verflucht. Was ist hier passiert? Er ist uns auf den Fersen. Wer? Der Alpkommander? Er ist nicht nur irgendein Commander. Es ist Jax, die Bestie von Xakor. Bist du dir sicher? Nein, aber ich fürchte, wenn wir es herausfinden, ist es für uns beide zu spät. Hier habt ihr euch verkrochen. Scheiße! Ist er das? Hey Mann, du musst das jetzt nicht tun. Wir sind auch ganz schnell wieder verschwunden. Ja genau. Wir wollten bei euch Alps nicht plündern, ehrlich. Wir sind nur rein zufällig hier vorbeigekommen. Irrelevant. Euer Elix gehört jetzt uns. Wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Nein, die Direktive ist eindeutig. Jetzt erzähl mir erstmal von deinem grandiosen Plan. Nun, es kommt nicht so häufig vor, dass ein so hochdekorierter Alp-Commander degradiert wird und es überlebt. Schau dich an. Du bist zwar jetzt ein Ausgestoßener, aber hast trotzdem deine Instinkte nicht verloren. Du hast meine Ausrüstung gestohlen, um mich hierher zu locken. So viel habe ich kapiert. Aber wieso? Was willst du von mir? Ein ganzer Pulk von ziemlich miesen Typen ist hinter mir her. Da könnte ich deine Instinkte wirklich gut gebrauchen. Was ist mit meiner Ausrüstung? Also, wo ist jetzt meine Ausrüstung? Ist eine gefährliche Gegend hier. Mit so einem wertvollen Kram hat man schnell die Plünderer am Hals. Da habe ich sie lieber gleich verscherbelt und die Kohle in Nahrungsmittel und Wasser umgesetzt. Mit anderen Worten, sie ist weg. Hey, das musst du verstehen. Das Risiko war mir einfach zu groß. Typen wie du werden immer von irgendjemandem gejagt. Tja, dann ist das für dich wohl eine ganz neue Erfahrung. Könnte mir vorstellen, dass die Alps einen ganzen Trupp Soldaten schicken, wenn sie wüssten, dass du immer noch lebst. Drohst du mir etwa? Nein, aber ich wette, du könntest ebenfalls Unterstützung gebrauchen. Genau wie ich. Warum Edan? Was hast du dort gemacht? Ich musste für eine Zeit lang aus der Wüste verschwinden. Edan ist zwar auch nicht der sicherste Ort, aber immer noch besser als die feurigen Klippen von Ignadon. Warum sollte ich so verrückt sein, dir zu helfen? Du bist bestimmt ein ganz harter Bursche, aber von den Eigenheiten und Ticks der freien Menschen hier draußen hast du keine Ahnung. Du glaubst, ich brauche Nachhilfeunterricht in Sachen menschlicher Psyche? Hey Mann, ihr Eisklötze kommt doch viel zu selten raus aus eurem Palast in Xakor. Wie willst du da wissen, wann dich ein schmieriger Waffenhändler oder ein illoyaler Söldner übers Ohr haut? Das sagt genau der Richtige. Du magst ein Experte in der Kriegsführung sein, Commander. Doch ohne deine Armee bringt dir das hier draußen wenig. Du, Eisklotz, brauchst jemanden mit Gespür fürs Geschäft. Na schön. Nehmen wir mal an, ich kaufe dir diesen Unsinn ab. Ja, nehmen wir das einfach mal an. Dann würdest du mit mir zusammen in die Hauptstadt der Outlaws gehen und ich zeige dir ein paar nützliche Dinge. Okay, und was würden wir dort wirklich tun? Sagen wir, ich habe ein paar Probleme, allein in die Stadt zu gehen. Ohne schlagfertige Begleitung könnte es für mich ein kurzer Aufenthalt werden. Das klingt, als hättest du mächtigen Ärger am Hals. Nun, ich muss wohl jemanden im Vor die Tour vermasselt haben. Und jetzt hetzt er die Meute auf mich. Er hat sogar Steckbriefe verteilt und ein vierstelliges Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ist das zu fassen? Ach ja, mein Name ist übrigens Ray. Ach, das ist er. Wer hat Kopfgeldjäger auf dich angesetzt? Genau das versuche ich gerade herauszufinden. Ich meine, es gibt da so einige, denen ich das zutrauen würde, aber... Ach ja,
Ja, aber ich muss es genau wissen. Sonst wecke ich nachher noch schlafende Hunde, wenn du verstehst, was ich meine. Na schön. Okay, müssen wir das machen. Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg? Hey, komm schon. Ich weiß, ich bin dir etwas schuldig. Gib mir wenigstens die Chance, deinen Verlust wieder auszugleichen. Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde. Man kann über euch Eisklötze sagen, was man will, aber irgendwo unter eurer kalten Haut ist da mit Sicherheit ein Herz versteckt. Nun, zumindest wenn ihr erstmal eine Zeit lang vom Elex runter seid. Verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Bin schon weg. Ich warte auf dich vorm Eingangstor der Stadt. Lass dir nicht zu viel Zeit, sonst darfst du bald nur noch meine Überreste zusammenkratzen. Ja, das ist gut. Für eine Handvoll Splitter mache ich schon mal den Quest noch. So, da gucken wir mal da rein. Und der hat den Drink zu viel. Was wir da glauben können. Vielleicht ist irgendwas gut dabei. Verschlossen. Nein, kann ich nicht. Meine Angebetete. Es tut mir unendlich leid, dich warten zu lassen. Heute Nacht, sie ist wunderschön. Ich bin nicht gut genug. Im Dorf, ihr könnt. Und hier war kein Durchkommen mehr. Komplettes Verkehrschaos. Wir drehen um und nehmen doch den Weg über das Inland. Wenn das so weitergeht, werden wir nie heil ankommen. Schade, kann man nicht spielen. Wäre jetzt cool gewesen. Schön sauber, das. Thank you.